Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, ihr seid ja auch schon wieder dran und dabei. Ja, dann bleibt auch dran. Ich bin nämlich heute hier in der Wolkensteiner Schweiz, will ich mal so eine kleine Runde bloß noch drehen. Das ist jetzt noch so ein kurzes Video, kurz vor meinem Urlaub. Ja, das kommt dann auch jetzt schon, wenn ich im Urlaub bin. Ja, also da will ich heute mal meine Kamera, die DJI Osmo Action 4, noch mal schnell testen, ob die Farben stimmen. Weil die soll ja so ein bisschen dann dort mit dem Einsatz kommen. Ja, also schaut mal selbst, ob das was ist. Ich habe jetzt auch ein bisschen schon schlechte Lichtverhältnisse. Also ich stehe hier so halbdunkel im Wald, die Sonne blendet mich so ein bisschen an. Ja, also kommt einfach mit und viel Spaß mit diesem Video. Wir haben heute den 19. August. Ja, das ist jetzt wieder ein schönes Wochenende. Hitze haben sie ja vorausgesagt. Regen soll es nicht geben. Hier drinnen steht bloß schon diese feuchte Luft. Der Wald ist wirklich fast unerträglich. Also Tropenwetter pur. So ein bisschen neblig ist es hier noch, wenn man so in den Wald reinschaut. Ja, also optimale Bedingungen, um zu schwitzen. Der Weg fängt heute ja schon wieder sehr alpin an. Ja, das ist ja fast wie in Alpen. Wir gehen erstmal zum Berg und dann wird es interessant. Ich lasse mal so ein bisschen hier die Kamera laufen. Schaut mal in den Wald. Der sieht mal richtig gut aus. Ja, der ist ja hier etwas feuchter. Es ist ja hier auch diese Erzgebirgeregion. Da sieht es immer ein bisschen besser aus. Und außerdem ist das Wetter heute sehr ideal. Beste Bedingungen da, wo ich hinfahren werde. Denn da am Gardasee, wo ich nach Italien will, wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen feucht sein, wenn ich in den oberen Regionen wandern gehe. Ja, lassen wir uns mal dann dort überraschen, wie schön das dort wird. Also hier passt erst einmal das Wetter, um die Bedingungen zu üben. Ja, da sind wir auch schon am Kellerlochfelsen. Ja, gucken wir mal kurz runter, wie schön die Aussicht ist und dann werden wir dann weitersehen. Wie ich schon sagte, heute wird es noch ein bisschen alpin und es fängt schon mal an. Jetzt der Blick hier unten ins Tal. Ja, genau da an dieser Straßenbrücke, da gehe ich nachher drunter durch. Aber vorher muss ich dann erst einmal ins Tal. Ja, also das wird ein schöner Abstieg werden. Ich habe mir heute eigentlich auch nur vorgenommen, so circa 10 Kilometer zu laufen. Ja, das scheint dann auch schon ziemlich viel zu sein bei dieser Hitze. Man sollte sich ja nicht überanstrengen. Ja, morgen habe ich dann vor, auch schon bei Zeiten, dann noch einen Klettersteig hier zu machen. Denn den in Wolkenstein, den kenne ich noch nicht. Ich kenne nur den, an den ich heute mal vorbeigehe. Da waren so 3 Übungssteige, die habe ich ja schon öfters mal gemacht. Aber den in Wolkenstein, den kenne ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob der so neu ist. Weil früher, wo ich das mal das erste Mal gemacht habe, gab es den, glaube ich, noch nicht. Also ich kenne ihn jedenfalls nicht. Ja, also den muss ich mal unbedingt noch nachholen. Und wie gesagt, das steht dann morgen auf dem Programm. Gut, hier steht schon ein Schild ins Zschopautal. Ja, nicht durchgehend als Terrain und Wanderweg ausgebaut. Begehen nur für drittsichere Personen. Also jetzt wird's alpin. Ja, dafür steht diese Gegend hier. Also werden wir es doch gleich mal ausprobieren. Und hoffentlich wird es auch interessant. Aber ein Wanderzeichen hat dieser Weg. Also so ein gelber Punkt. Hier läuft dann auch so schönes Wasser raus. Ja, hier kann man dann seine Wasserreserven mal wieder auftanken, bevor es dann weitergeht. Und gleich neben dieser Quelle, ja, da war das hier wahrscheinlich mal ein Stollen. Zumindest steht hier noch ein Schild, Stollen am Brandbach. Ja, das war ja wahrscheinlich mal so ein kleiner Schacht. Aber für mich jetzt hier nicht so interessant, weil es gab ja nichts weiter zu sehen außer das Schild. Soll ja wahrscheinlich bloß ein bisschen dran erinnern.
So, ich gehe jetzt erst einmal hier durch diesen Dschungelbusch. Sehr feucht, sehr nass. Schuhe wären nass. Aber ich denke mal, die trocknen heute irgendwann wieder bei der Hitze. Hier geht es jetzt erstmal wieder so ein kleines Stückchen über grasigen Weg. Ja, Vorsicht, Zeckenalarm. Ja, ich habe mich heute gut eingeschmiert mit diesem Schwarzkümmelöl. Soll ja auch innerlich helfen und äußerlich helfen. Das Zeug, das stinkt wie die Pest. Bah. So, jetzt hier mal eine Aufnahme durch diesen etwas dunkleren Wald. Ja, absichtlich auch eine Laufaufnahme. Weil hier kann man nämlich jetzt auch mal sehen, ob der Sensor was taugt. Also wenn hier das Bild absolut spitze ist, taugt die Kamera was. Ja, das wird hier halt ein bisschen schmaler. Ja, ich fühle mich schon ein bisschen beengt. So breit ist der Weg hier gar nicht. Tja, hier unten fließt dann noch so ein kleiner Bach ins Tal. Ja, da geht jetzt eigentlich der Weg so ein bisschen entlang. Und hier seitlich wieder eine schöne Felskulisse. Ja, was will man eigentlich mehr? Da sich ja das Video hier eigentlich um diese Kamera so ein bisschen drehen soll, wollte ich jetzt erstmal mit den technischen Daten anfangen, wie ich die Kamera heute eingestellt habe. Also steht soweit erstmal alles auf Automatik. Ich habe da nichts groß verstellt. Ja, Schärfe und so vom Bild her auch alles auf Mitteleinstellungen. Also da habe ich auch nichts verändert. So, ansonsten habe ich die 4K-Auflösung, das 10-Bit-flache Profil. Also wir wollen ja auch volle Farben haben, deswegen auch das 10-Bit-Profil. Ja, das geht hier leider auch nur im flachen Modus. Also jeder sollte sich bewusst sein, der in dieser Qualität filmt, muss das dann noch nacheinfärben, also noch ein Color Grading drüber setzen. Sonst sieht das Bild alles ein bisschen farblos aus. Ja, also so ist meine Einstellung. Ich werde den Film wieder in HDR hochladen. Sollte eigentlich gut funktionieren, wenn man hier so ein schönes flaches Profil hat. Ja, also das ist jetzt so meine Einstellung erstmal. Und jetzt gehen wir erstmal hier diesen felsigen Weg nach unten. So, bildromantisch habe ich mir das heute gar nicht vorgestellt. Ist wirklich eine tolle Gegend hier. Aber ich war hier noch nie wandern. Das ist heute das erste Mal. Ja, und hier haben sie so ein kleines, schönes Wasserrad. Wirklich sehr schön angelegt. Jetzt bin ich noch mal so ein Stückchen hier bergab gegangen. Ja, dieses kleine Bächleinchen hier mündet jetzt in die Zschopau. Ja, hier steht ein Schild, Achtung Wehranlage. Ich sehe zwar keine, bloß so eine bisschen Wildwasserquelle. Vielleicht ist die damit gemeint, aber vielleicht kommt das Wehr noch ein bisschen später. Ich weiß aber auch nicht, ob man überhaupt hier auf diesen Fluss mit dem Boot fahren darf. Das haben sie ja vielleicht auch so hingestellt, weil hier ist auch keine Ausstiegsstelle. Ich habe da mal geguckt, denn das nächste Wehr ist nämlich erst einen Kilometer entfernt. Aber vielleicht ist das schon das erste Schild. Also hier kann man definitiv nicht aussteigen und weitergehen. Und wer schleppt schon sein Boot einen Kilometer? Gut, gehen wir mal weiter auf dem Weg. Weil wir wollen ja heute noch ankommen. Ja, hier das nächste Hinweisschild. Himmelsleiter Alpiner Wandersteig. Oh, das klingt schon mal gut, aber ich glaube, den wollte ich heute auch gehen. So, hier wieder rechts rum. Jetzt bin ich erstmal wieder so ein bisschen hier im Wald reingekommen. Ja, die Luftfeuchte ist heute wirklich der Hammer. Ich denke mal fast an die 100%. Du brauchst heute wirklich nicht duschen gehen. Dir läuft schon so das Wasser vom Körper. Ach nee. Ja, der Weg geht jetzt hier geradeaus. Aber das wird dann mein Rückweg sein. Ich werde jetzt erst einmal in die Richtung gehen. Und von hier gehe ich jetzt so eine kleine Schleife. Eigentlich fühle ich mich ja nicht so gerne bei diesen harten Lichtverhältnissen. Aber an solchen Sommertagen, wenn du hier durch den Wald gehst, scheint nun mal hart die Sonne so gegen Mittag durch.
Ja, und da kann man nämlich auch gut sehen, ob die Kamera in solchen Verhältnissen auch was taugt. Also deswegen mache ich das ja auch schon mal. Weil so dunkle Lichtverhältnisse wie im Winter haben wir jetzt zurzeit nicht. Aber solche krassen Sonnenunterschiede, die haben wir jetzt zurzeit. Ich finde auch, wenn man diesen Film in HDR abmischt, kriegt man natürlich auch noch bessere natürliche Verhältnisse. Also so originaler kann es gar nicht aussehen. Ja, also das bin ich auch sehr begeistert drüber, aber ich habe selber noch keinen richtigen HDR-Fernseher. Ich habe mir bloß mal so einen kleinen Monitor geholt, um das abzumischen. Aber ich denke mal, die Qualität wird echt gut. Das ist zwar einerseits schade, dass jetzt hier kein Wald mehr steht, aber dafür habe ich jetzt eine wunderbare Aussicht hier in das Tal und auf der anderen Seite wieder die geilen Felsen. Wirklich genial. So, mein Navi sagt jetzt links alpiner Wandersteig. Naja, so alpin sieht das jetzt hier nicht aus. Hier hat es wirklich vom Forst alles zerhauen. Hoffentlich wird es auch interessant. Ja, gesundheitlich macht mich das eigentlich jetzt zurzeit auch nicht so große Schwierigkeiten. Es lässt sich wirklich sehr gut laufen, auch bei dieser Hitze. Da hatte ich vorher ja viel mehr Probleme. Da ging es mir wirklich dreckig. Ja, dafür ist es dieses Jahr alles wieder ein bisschen besser geworden. Jetzt übrigens bin ich auch schon wieder in dem Klettergebiet hier von der Wolgensteiner Schweiz. Hier gibt es ja so drei solche kleinen Übungsklettersteige und auch viele Kletterrouten. Ja, aber die werde ich heute, wie gesagt, nicht gehen. Das lohnt sich auch gar nicht. Aber ich schaue mal hier in das Tal runter. Ja, man hört die Zschopau laut. Ja, von diesem Klettersteig habe ich ja hier so eine bisschen schlechte Erfahrung gehabt. Hier bin ich nämlich mal ein bisschen abgerutscht und habe mir die Hand verletzt. Ja, das passiert halt, wenn man nicht aufpasst und einfach zu schnell macht oder nicht richtig berechnet, was danach ist. Ja, ist halt so, man lernt draus. Was mir bei dieser Kamera eigentlich auch sehr gut gefällt, ist das hier, wenn man die Kamera einschaltet, die startet immer sehr, sehr schnell. Also die parkt ja wahrscheinlich nicht richtig ein. Und der Tonadapter ist noch ein kleines bisschen schneller da, als wie bei der Action 3. Also das merkt man hier echt bei dieser Kamera. Da kann GoPro absolut nicht mithalten. Da musst du immer noch 4 Sekunden warten, nachdem die Kamera auf Rekord ist, bevor du dann eine Tonaufnahme machen kannst. So ein Blödsinn. Und vor allen Dingen, das ist noch ein Originaladapter, den man da verwendet. So, mein schmaler Pfad, der endet hier wieder und geht auf einen anderen, etwas schmaleren Pfad drauf. Also der ist nicht ganz so schmal. Und dieser schöne Weg hier, der führt jetzt vor zur Brückenklippe. Ja, das habe ich immer von dem Klettersteig von unten immer gesehen. Aber selber oben angeguckt habe ich es mir auch noch nicht. Also das werde ich mal tun. Jo, das ist es dann schon mal. Gucken wir mal runter. Tja, was haben wir denn da? Schönes Wehr mit Fischtreppe. Aber wenn man so an dieser Klippe steht, die Sonne brennt ganz schön. Das ist heute wirklich heftig. Aber ich muss mich schon mal an diese warmen Temperaturen gewöhnen. In 2 Wochen wird es ernst. Ja, man merkt langsam, dass jetzt Mittag wird. Die Klippen sind schon von Leuten belegt. Aber ich hatte, wie gesagt, jetzt Glück gehabt, dass sie nicht ganz vorne standen. Gut, mal sehen, wo es jetzt weitergeht. Ich wollte ja noch irgendwie die Himmelsleiter. Mal gucken. Hier ist ja zum Glück auch gleich das Schild. Anton-Günther-Höhe. Ja, die werde ich jetzt erst einmal weitergehen. Da müsste ich eigentlich dran vorbeikommen. Aber was soll man sagen? Mit Alpinsteig hat das hier gar nichts mehr viel zu tun. Hier haben sie wirklich eine Treckerspur gemacht. Ja, das sieht nicht mehr schön aus. Gut, hier das nächste Schild. Ab hier wird es ja wieder ein bisschen besser. Den Berg habe ich jetzt erstmal geschafft. Jetzt geht es erstmal horizontal weiter. Ach, gut zum Erholen. Hier wieder ein wunderschöner Spruch, wie ich finde.
Ich bin der Wald, ich bin uralt, ich hege den Hirsch, ich hege das Reh, ich schütze euch vor Sturm, ich schütze euch vor Schnee, ich wehre den Frost, ich wahre die Quelle, ich hüte die Scholle, ich bin immer zur Stelle, ich baue euch das Haus, ich heiz euch den Herd, darum, ihr Menschen, haltet mich wert. Also jetzt wisst ihr, warum es den Wald gibt. Jo, das ist jetzt diese Anton-Günther-Höhe. Natürlich auch mit Leuten belegt. Kann ich natürlich jetzt nicht richtig filmen. So, neben der Hütte noch so ein kleiner Gedenkstein. Keine Ahnung, was das ist. Dahinter ist übrigens so eine Art Grillplatz. Ja, da sind gerade welche. Aber dafür geht es jetzt hier schmal weiter. Und Himmelsleiter stand ja hier noch angeschrieben. Na, gucken wir mal dahin, wo die ist. Okay, hier sind ja schon Leitungen, zumindest Treppen. Oh, schön steil. Hier geht's jetzt runter. Aber vorher koste ich noch mal von diesen hervorragenden Brombeeren. Die sind absolut reif und absolut lecker. Und jetzt gehen wir erst runter. Frisch gestärkt. Ja, hier hat es wirklich das Geländer ein bisschen zerstört. Ja, scheint ja was draufgefallen zu sein. Oh, absolut lecker hier. Hat noch keiner abgegessen hier. Herrlich. Und wie groß die hier sind. Oh, das sind ja richtige Brocken. Hammerhart. Gut, weiter geht's jetzt hier durch diesen Dschungel, durch diesen Stachelobst-Dschungel. Hier kommt man ja schon fast gar nicht mehr durch. Gerade so noch. Ja, hier sind wieder Treppen im Wald. Wie günstig. Und was für eine schöne Klippe hier an der Seite. Denn an dieser geht es nämlich jetzt auch runter. Ja, ich bin die Runde jetzt auch schon wieder hier rum. Ich komme gleich an den Weg, wo ich vorhin anders abgebogen bin. Ja, das war jetzt nicht so wahnsinnig weit. Und dann gehen wir so ähnlichen Weg wieder zurück. Also jetzt kreuze ich den Weg erst einmal, den ich vorhin schon mal gegangen bin. Ich muss ja irgendwie durch das Tal. Das war am günstigsten. Gut, vorhin bin ich hier den Weg, der hier links jetzt abgeht, gegangen. Ich bin von geradeaus gekommen und da gehe ich jetzt auch wieder lang. Gut, da geht das hier wieder über dieses Firmengelände. Ja, hinter der Brücke geht es dann weiter. Jetzt stehe ich erst einmal hier unter der Brücke. Hier ist es wirklich sehr angenehm. Hier geht wenigstens ein kleiner Luftzug. Denn in dem Wald steht es wirklich heute. Die Brühe läuft ja hier wirklich heute runter. Also schauen wir noch ein bisschen dem Wasser zu. Wäre ich lieber heute Boot fahren gegangen, da wäre es nicht so warm gewesen. Gut, vorhin bin ich den linken Weg rausgekommen. Ich werde jetzt mal den rechten hochgehen. Und selbst dieser Weg scheint sich doch auch noch ein bisschen alpin zu gestalten. Aber das ist jetzt der letzte Anstieg, dann geht es nur noch bergab. Jetzt noch mal ein Blick auf die andere Seite des Tals. Ja, auf der anderen Seite bin ich vorhin runtergegangen. Bis auf das kleine Stückchen jetzt, wo es ein bisschen felsig war, war der Weg gut. Aber wie man jetzt sehen kann, ja, breiter. Breiter geht's nicht weg. Ich gehe jetzt wirklich nur noch sehr, sehr langsam hier durch die Gegend. Ja, die Lust ist einfach raus.
Die Wärme ist fast nicht mehr zum Aushalten. Es ist die absolute Saunaluft. Nur gut, dass man, wenn man so leicht und langsam geht, so noch so ein kleines, kühles Lüftchen weht. Aber das ist das einzige Gute zur Zeit. Ja, wir haben es eigentlich ja, wie gesagt, Mitte August. Ja, und die Wiese hier, die blüht noch wunderschön. Wo gibt's denn sowas? Und vor mir der Mais, der scheint ja auch sehr gut zu stehen. Der ist ja wirklich über 2 Meter groß. Ja, da ist auch eine ganze Menge dran an dem Mais. Früher haben wir uns ja immer mal so einen Maiskolben abgemacht. Das werde ich jetzt nämlich auch mal tun. Und den jetzt mal schälen. So. Jetzt haben wir es. Und dann werden wir mal probieren, ob der schon schmeckt. Naja. Kann man mal so zwischendurch snacken. Auf jeden Fall sehr günstiges Essen. Die Hitze ist jetzt wirklich hammerhart. Aber hier auf der freien Wiese wirkt das nicht ganz so feucht. Es ist zwar heiß, aber ein bisschen angenehmer. Ja, ich komme jetzt gleich an diese Stelle, wo ich meine Tour hier begonnen habe. Ja, und dann geht es nur noch in den Ort rein und dann ist das, wie gesagt, für heute auch gegessen. Ja, ich habe jetzt mal die Kamera, wie gesagt, getestet gehabt. Wie es dann aussieht, sehe ich ja auch erst in diesem Video, wie es mir dann gelungen ist, das zu schneiden und zu kolorisieren. Ja, werden wir sehen. Ihr werdet es ja schon wissen, ob es euch gefällt. So, dann die Tour war, naja, so ein bisschen gemischt, lala. Ich habe mir auch nicht so wahnsinnig was drunter vorgestellt. Ein paar alpine Sachen waren dabei. Viele breite Wege, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Mehr war es nämlich auch nicht. Und da haben sie viel alpine Wege hier dran geschrieben. Aber du kannst doch nicht davon ausgehen, dass wo ich hier gerade laufe, dass das ein alpiner Weg ist. Ja, vielleicht ein Weg zum Bergen hoch, ja. Bevor dann die alpinen Wege kommen. So, dann werde ich mich jetzt hier nicht länger aufhalten mit dem Ganzen. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.